Hier ist Entspannung wirkt. Ich helfe dir, zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen. In dieser Traumreise lade ich dich ein, dir vorzustellen, eine Meerjungfrau oder ein Meermann zu sein. Du lebst auf dem Grund des Ozeans, wo du ganz natürlich atmest wie an Land. Du hast ein schönes Zuhause und findest dort auf dem Dachboden einen wunderbaren Schatz mit funkelnden Erinnerungsmünzen. Mit ihnen darfst du dich an glückliche Momente erinnern und in diesem Gefühl so richtig baden und schwelgen. Und dann brichst du auf zu neuen Ufern. Diese Traumreise habe ich für meine Tochter geschrieben, ihre Freundinnen und Freunde und natürlich für alle Menschen, die sich von etwas verabschieden, mit Dankbarkeit zurückblicken und voller Zuversicht in die Zukunft starten möchten. Und damit können wir starten und ich bitte dich, es dir so richtig bequem zu machen, da wo du bist. Kuschel dich ein und guck mal, ob alles richtig ist. Die Temperatur des Raumes. Vielleicht möchtest du ein Fenster öffnen oder schließen. Und dann atme tief ein und wieder aus. Atme ein paar Mal in deinem eigenen Tempo und auf deine Weise. Und vielleicht bemerkst du ja bereits hier und da, wie dein Körper entspannt und angenehm schwer wird. Vielleicht im rechten Bein und dem linken Arm. Oder dem linken Arm und dem rechten Bein. Genauso. Spür einfach nach, was du empfindest. Und es gibt Menschen, die stellen sich jetzt vor, sie entwickeln Wurzeln und wachsen in die Erde. Während du einfach Gewicht abgibst an die Unterlage, die dich trägt. Und es macht gar nichts, wenn du nun noch schwerer wirst. Schwerer und schwerer. So, als wären kleine Gewichte an dir befestigt, an den Füßen und Fußgelenken. Und an den Händen und Handgelenken. Und auch deine Schultern möchten schmelzen. Sie sinken ganz leicht nach unten. Und dein Kiefer weiß ganz genau, was er tut, wenn er sich nun öffnet. Er öffnet sich einen Millimeter. Er öffnet sich vielleicht 2 Millimeter. So, dass Raum entsteht. Raum für dich, indem du dich gehalten fühlen darfst
von etwas, das größer ist als du. Vielleicht siehst du ja jetzt vor geschlossenen Augen eine Tür. Eine schöne Holztür, die bewachsen ist mit deinen Lieblingsblumen. Du drückst die Klinke herunter und die Tür öffnet sich. Und so trittst du über die Schwelle. Willkommen. Wie schön, dass du da bist. Du bist eine kleine Meerjungfrau oder ein kleiner Meermann und lebst auf dem Meeresgrund. Ein Geschöpf des Meeres zu sein, ist für dich ganz natürlich. Das Wasser ist wie die Luft an Land. Und die Fische, die über dir schwimmen, gleichen den Vögeln am Himmel. Schau erst einmal an dir herab. Du siehst deinen schönen Fischschwanz, der in den buntesten Farben leuchtet. Ozeanblau. Smaragdgrün oder vielleicht sogar rot wie eine Koralle. Und manchmal wechselt der Fischschwanz seine Farbe, je nachdem, ob du ihn bewegst. Und wer weiß, ob du lange Haare hast, die sich im Wasser ausbreiten oder ob sie kurz geschnitten sind. Schau einfach, was sich dir zeigt im Spiegel deiner Fantasie. Es war dein letzter Schul- oder Arbeitstag und du bist auf dem Weg nach Hause. Die Ferien liegen vor dir. Urlaub. Eine wunderbare Zeit. Und vielleicht bist du ja jetzt schon gespannt darauf, was du erleben wirst. Du schwimmst einen Weg entlang,
den rechts und links die schönsten Blumensäumen. Da sind blau-weiße Seerosen und goldgelbe Anemonen. Sie bewegen sich geschmeidig im Wasser. Und auch du schwebst. Und da du den Weg gut kennst, versinkst du immer mehr in Träumereien. Und lässt doppelt so tief los mit jeder Zahl, die du hörst. Mit der 1 machst du dich auf den Weg einer Reise und lässt doppelt so tief los. Entspanntes Gefühl durchströmt dich von Kopf bis Fuß. Du lässt doppelt so tief los. Und deine Schultern sinken ganz leicht nach unten. Und während das Wasser deinen Körper seidig umspült und auch dein Kiefer sich lösen und lockern darf, lässt du doppelt so tief los. Du hast dein Zuhause erreicht. Es ist das gemütlichste Haus, das du dir vorstellen kannst. Vor dem Eingang ist ein kleiner Garten, in dem sonderbare Blumen und Pflanzen wachsen. Und das Dach ist mit schillernden Muscheln besetzt, die sich öffnen und schließen, je nachdem das Wasser strömt. In jeder Muschel befindet sich eine kleine Perle. Und wenn die Sonne ihre Strahlen wie Lichtbündel durch das türkisfarbene Wasser schickt, leuchten sie auf.
In einem solchen Zuhause kann es nur schön sein. Und so wirst du bereits erwartet. Ein freundlicher Mensch steht im Türrahmen. Ein Mann oder eine Frau, wer weiß, wer es ist, den du erblickst. Vielleicht siehst du auch ein liebes Tier, denn auf dem Meeresgrund leben Tiere genau wie auf der Erde. Komm ruhig rein. Siehst du dein Lieblingsessen? Setz dich und stärk dich. Schaust du dich um? Im Wohnzimmer? In deinem Zimmer? All die Dinge, die dir etwas bedeuten, sind hier. Hast du Zeit für sie? Du kannst tun, was du möchtest. Weißt du schon, worauf du Lust hast? Vielleicht Bücher lesen. Das Meer erkunden. Neben der hübschen Skulptur spielen und ein Korallenhaus bauen. Wenn freie Zeit vor einem liegt, ist Raum. Raum für Lieblingsdinge, die irgendwann zu wunderschönen Erinnerungen werden. Und so darfst du sein. Einfach sein, so wie du bist.
richtig und wirst sicher getragen von etwas, das größer ist als du. Vielleicht nimmst du jetzt im Haus ein seltsames Leuchten wahr. Ein Leuchten, das dich magisch anzieht. Es kommt oben aus der Dachluke. Und so schwimmst du einfach nach oben an einen verborgenen Ort, an dem du schon lange nicht mehr warst. Du erblickst vertraute Dinge. Alte Spielsachen. Ein Schaukelfisch. Wer weiß, was sich dir zeigt. Das Leuchten kommt aus einer Ecke. Dort, unter einem alten Bett, entdeckst du eine Schatztruhe. Eine Truhe aus Holz mit goldenen Scharnieren. Du ziehst die Truhe unter dem Bett hervor und das Leuchten umhüllt nun auch dich. Was wohl in der Truhe sein mag? Wie von Zauberhand springt das Schloss auf und der Deckel hebt sich. Gespannt blickst du ins Innere. Auch der Inhalt leuchtet. Magisch. Und wer weiß, was du in dieser Truhe erblickst. V
vielleicht funkelnde Edelsteine, Smaragde, Diamanten und Rubine. Geheimnisvoll wie der Mond schimmert. Und dann sind da noch die großen, schweren Goldmünzen. Nimm mal eine Münze in die Hand. Sie ist angenehm schwer und kühl. Ein welliger Rand. Und in der Mitte des Talers ist ein Bild eingraviert. Du spürst die Erhebungen mit den Fingern. Betrachte das Bild einmal genauer. Und wie wäre es jetzt, wenn du etwas Vertrautes entdeckst? Etwas, das du erlebt hast. Eine Erinnerung ist in das Gold gestanzt. Erinnerung ist auf der Münze verewigt. Vielleicht siehst du dich selbst. Vor ein paar Tagen, Wochen, Jahren, wer weiß es schon. Es ist ein glücklicher Moment, der auf der Münze festgehalten wird. Schau dir die Erinnerungsmünze in deinem Tempo und auf deine Weise an. Und vielleicht magst du noch mehr Münzen in die Hand nehmen. Auch auf ihnen sind wertvolle Erinnerungen eingeprägt. Und wenn du magst, darfst du jetzt
in glücklichen Erinnerungen schwelgen. Hier auf dem Dachboden als kleines Meeresgeschöpf, das einen besonderen Schatz gefunden hat. Dein Schatz. Dein Schatz, der immer für dich da ist. Lass dir Zeit. Nach einer Weile spürst du, dass die Zeit gekommen ist, die Münzen wieder zurück in die Truhe zu legen. Hutsam, als wären sie aus Porzellan. Legst du die Taler hinein und schließt den Deckel. Aber du weißt, du kannst jederzeit zurückkommen und die Münzen der Erinnerung betrachten. Sie gehören dir. Ganz leicht geworden, schwimmst du nun aus dem Dachfenster hinaus. Schwimmst hinauf dorthin, wo du die Sonne als runde Scheibe an einem weit entfernten Himmel siehst. Schwimmst und schwimmst. Gezogen von einer unsichtbaren Kraft
vielleicht dem Sonnenlicht selbst. Dieser wärmenden Energie allen Lebens. Seit dem Tag deiner Geburt. Und mit jedem Schwimmzug darfst du dich leichter fühlen. Leichter und leichter. Voller Zuversicht schwimmst du der Sonne entgegen. Dem Neuen, das sich über dem Meer befindet. Und vielleicht steigen Bilder in dir auf von Dingen, auf die du dich freust. Von Menschen, mit denen du dich gut verstehst. Länder, und vielleicht verwandelt sich dort oben an der Meeresoberfläche der Fischschwanz auch in prächtige Flügel. So, dass du aufsteigen kannst. Immer höher und höher. In diesen Himmel. Diesen schönen, weiten Sommerhimmel. Auf dem die Wolken vorbeisegeln. Eine schöner als die nächste. So schwebst du weiter. Voller Glück und voller Vorfreude. Und ich
die ich mich nun leise von dir verabschiede für heute. Wünsche dir eine gute Reise. Danke für dein Vertrauen und bis zum nächsten Mal.